Hallo ihr Lieben, heute möchte ich dir zeigen, wie einfach es ist, zu Hause den bekannten TK-Buttergemüse aus frischen Zutaten zuzubereiten und glaube mir, sehr schnell zubereitet und schmeckt unglaublich gut. Viel, viel besser als der TK. Erstmal die Zutaten: Erbsen, Blumenkohl, Petersilie, Karotten, Gemüsebrühe, Pfeffer und Salz und Butter benötigst du, um das selber zu kochen zu Hause. Im ersten Schritt werden natürlich die Karotten schön geschält. Also hier ist es auch, falls du irgendeine Gemüsesorte überhaupt nicht magst, kann man das auch mit anderen Sachen mischen. Man könnte das Ganze Paprika, Zucchini, Aubergine, da ist halt je nachdem, was die Person halt gerne mag. Ich mag dieses typische Buttergemüse, wo eigentlich normalerweise noch Mais mit dabei ist. Das ist jetzt nicht dabei, aber ich habe es so am liebsten, also meine Familie auch. Und falls du es zu Hause nachkochen möchtest, kannst du natürlich jedes Gemüse dazu nehmen, was du möchtest. So, dann werden die Karotten geschnitten. So, ich habe hier einen ganz bestimmten Gemüseschneider. Wenn du den nicht zu Hause haben solltest, ist es auch nicht schlimm. Wichtig ist nur zu beachten, dass man das Gemüse gleich schneidet, weil es ja später dann in der Pfanne gut angebraten wird. Und ja, da ist es halt wichtig, dass alles dieselbe Größe hat, also dieselbe Garzeit dann auch haben wird. Und wenn du das dann halt erledigt hast, alle Mengenangaben schreibe ich dir wie immer unten in die Beschreibung, falls du Lust bekommen solltest, das Ganze nachzukochen. So, wenn die Karotten dann fertig geschnitten sind, ist dann der Blumenkohl dran. Ich benutze jetzt in dem Rezept nur die Hälfte von dem Blumenkohl. Aber du kannst natürlich auch den kompletten Blumenkohl benutzen. Und hier ist es halt wichtig, dass der Blumenkohl auch klein geschnitten wird. Und ich mache das dann halt jeweils immer so, dass ich dann erstmal die Blätter entferne. Dann wird das Ganze einfach so mit der Hand gerupft. Das geht auch sehr, sehr schnell. Dann wird der Strunk abgeschnitten. So sehen übrigens noch die Karotten aus. So, und dann kann man das Ganze auch entweder so halbieren oder man schneidet so nochmal den Strunk ab. Dann ist der Blumenkohl relativ klein. Also das Anbraten geht dann auch viel, viel schneller. Und die Kinder mögen es auch lieber, wenn es klein ist, wenn es nicht so dick ist. Und das machst du dann mit dem Blumenkohl. Also gehst so voran. Ich habe übrigens bei dem Rezept frische Erbsen benutzt. Momentan ist dadurch, dass wir in der Türkei leben, ist momentan Erbsenzeit, also Saison, und habe da frische Erbsen bekommen. Ansonsten kannst du natürlich selbstverständlich die TK-Erbsen benutzen. Die sind auch, also so mache ich es normalerweise, wenn ich nicht an frische Erbsen bekomme. Das geht auch.
So hier nochmal ein kleines Beispiel. Also man kann das einfach so abrupfen. Das Ganze nimmt eigentlich auch gar nicht viel Zeit in Anspruch. Auch wenn man manchmal glaubt, ja natürlich die Packung aufzureißen und in die Pfanne zu schmeißen, ist natürlich, geht schneller. Aber das hier frisch zubereitet, geht auch sehr schnell. Und es schmeckt wirklich viel, viel besser. Und man kann das Ganze auch mit anderen Gemüsesorten kombinieren, die man halt gerne mag. Und glaub mir, das hier schmeckt viel, viel besser als die Fertigpackung. So, wenn der Blumenkohl dann fertig geschnitten oder zerrupft, je nachdem, wie man das sieht, wenn das dann fertig ist, kommt dann die Petersilie zum Einsatz. Da braucht die ungefähr die Hälfte oder ein bisschen weniger als die Hälfte. Das auch, wie man es halt mag. Also wir mögen es, wenn richtig ordentlich Petersilie mit da drinne ist. Daher nehme ich hier einen halben. Die Petersilie bringt aber auch nochmal so einen extra guten Geschmack mit rein. Also ich mache das auch so, dass ich meistens die Blätter von der Petersilie zum Großteil von dem, ich komme gerade nicht auf das Wort, versucht zu entfernen, weil das so einen leichten bitteren Geschmack hat. Daher versuchen mehr so die Blätter zu benutzen. Das Ganze wird dann einmal richtig fein geschnitten. Da gibt es auch eine Möglichkeit, also man schneidet es einmal so, wie ihr das jetzt gerade seht. Und dann wird das Messer so gehalten und dann geht ihr über die Petersilie nochmal so rüber. So bekommt ihr das richtig fein geschnitten. Sehr hilfreich. Und das dann ein paar Mal wiederholen und dann ist die Petersilie schon richtig schön fein gehackt. So, wenn das Gemüse dann fertig vorbereitet ist, brauchst du eine große Pfanne. Da kommt dann natürlich Butter mit hinzu, ist ja Buttergemüse. Und das wird dann gut geschmolzen. Dann kommen die Karotten in die Pfanne und werden angebraten. Also wer das Gemüse mehr weich haben möchte, kann ein bisschen Wasser hinzufügen und dann den Deckel drauf machen, sodass es leicht gegart wird, das Gemüse. Also ich persönlich mag es, wenn das Gemüse noch schön knackig ist und nur so leicht angebraten ist. Daher brate ich das jetzt nur so ein paar Minuten an. Bis sie so eine leichte, etwas dunklere Farbe bekommen.
Und das Ganze wird dann auf mittlerer Stufe ungefähr so angebraten. So, dann kommen die Erbsen hinzu. Dann gehst du nochmal genauso vor wie bei den Karotten. Die Erbsen, die haben ja eine kürzere Zeit, daher kommen sie erst später mit in die Pfanne. Und das Ganze wird dann auch nochmal kurz angebraten. Wenn dann die Karotten und die Erbsen gut angebraten sind, wird das Ganze aus der Pfanne entfernt. Dadurch, dass der Blumenkohl auch eine ganz andere Garzeit hat, ist es besser, also das ist ja schon fertig, dass man das Ganze dann aus der Pfanne entfernt. Dann kommt noch mal Butter in die Pfanne. Dann wird kurz der Blumenkohl in der Pfanne angebraten. Also da, wie gesagt, da könnte man auch noch mal zusätzlich einen kleinen Schluck Wasser hinzufügen, damit es dann eine schöne weiche Konsistenz hat, falls du es weich magst. Ich mag es, wenn es knackig ist, daher wird es nur kurz angebraten. So, wenn der Blumenkohl dann die perfekte Konsistenz hat, kommt dann das restliche Gemüse hinzu. Das wird dann nochmal gut umgerührt. Und ganz am Ende kommen die Gewürze mit hinzu. Gemüsebrühe. Ein bisschen Pfeffer. Und noch ein bisschen Salz. Und das Ganze wird dann nochmal schön gut umgerührt. Das Buttergemüse ist auch fast schon fertig. Am Ende kommt dann natürlich noch die Petersilie hinzu. Und falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann vergiss mir nicht, einen Daumen da zu lassen. Und falls du neu auf meinem Kanal bist, dann gerne noch ein Abo. So, jetzt kommt die Petersilie zum Einsatz. Und dann ist das Ganze schon fertig. Also wie gesagt, es passt hervorragend zu fast allen Gerichten. Man könnte das Ganze mit Reis servieren, zu diversen Fleischgerichten, selbst Nudeln würden passen. Und
Ja, probiert es auf jeden Fall aus und es ist wirklich, es schmeckt viel, viel besser als das, was ihr im Tiefkühler bekommt. Und ich habe das an dem Tag, habe ich das mit meinen Fleischbällchen in Sahnesoße serviert. Und falls du Interesse an dem Gericht hast, verlinke ich dir das oben rechts. Und vielen Dank fürs Zuschauen.